So, wegfallen tut ab dem 19. dann die Führerscheinklasse S. Das ist die sogenannte Spaßklasse. Das ist also für dreirädige, vierrädige Leicht-PKWs oder Leichtkraftfahrzeuge, diese 45 km/h Beschränkung haben. Die fällt weg und die wird in die neue Klasse AM umgewandelt. Das heißt also, die M, wo man bisher nur einspurige Fahrzeuge fahren durfte, darf man jetzt auch mehrspurige, also mehrspurige Fahrzeuge fahren. Ob das jetzt vierrädrig sind oder dreirädrig, spielt dabei keine Rolle. Noch eine, na gut, wichtige Änderung insofern. Bisher durfte ein Dreieck mit der Klasse B gefahren werden oder nur mit der Klasse B. Das wird sich ab dem 19. Januar ebenfalls ändern, weil wer dann mit dem neuen Führerschein Klasse oder mit dem neuen Führerscheinklassen Dreieck fahren möchte, der braucht dann die Fahrerlaubnisklasse A. Sonst geht es nicht mehr. Der Altbestand bleibt, wie er ist, aber die neuen dürfen nur noch mit A gefahren werden. Dann gibt es noch eine Änderung bei der Klasse T für Traktoren. Dort war bisher die Klasse M mit enthalten. Das gibt es ebenfalls nicht mehr. Da gilt jetzt nur noch der reine T. Eine weitere Änderung beschert uns die sogenannte B96. Was heißt B96? Also die Situation ist die, mit der Klasse B durfte ich ja bisher auch Anhänger fahren. Allerdings mit einer sehr merkwürdigen und schwer verständlichen Lösung oder Regelung, die da lautete, die zulässige Gesamtmasse des Anhängers darf nicht größer sein wie die Leermasse des Zugfahrzeuges und beide Fahrzeuge zusammen dürfen nicht schwerer sein wie 3,5 Tonnen. Damit ist es jetzt ab dem 19. Januar 2013 ebenfalls vorbei. Jetzt gibt es eine neue Regelung, das heißt, der Zug insgesamt darf jetzt nicht schwerer sein wie 3,5 Tonnen. Bei der BE, das heißt, wenn ihr also schwerer fahren möchte, ändert sich ebenfalls nichts von der Tonnage her. Aber neu eingeführt wurde jetzt, das ist zwar keine Fahrerlaubnisklasse vom herkömmlichen Sinne her, sondern die sogenannte B96. Diesen Anhängerführerschein erwirbt man in einem Seminar bzw. in einer Eintagesschulung. Und dann darf man halt zum Beispiel mit einem schweren Zugfahrzeug auch einen Wohnanhänger fahren. Ich möchte aber hier vielleicht dafür plädieren, derjenige, der einen Anhänger fahren möchte, der sollte auf die B96 lieber verzichten, weil hier ist die Gesamtmasse ebenfalls begrenzt und dann lieber die BE machen, weil dann ist es auf der sicheren Seite und er darf immer das Zugfahrzeug der entsprechenden Klasse mit dem dazugehörigen Anhängelast fahren. Und die liegt dann auch jenseits von der B96 und das ist der große Vorteil.